Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt so circa 8:30 und ich habe mich jetzt mal schnell zum Kürbis und zum Mais gesetzt, um für euch die 27. bis 29. Woche aufzunehmen. Dritte Semester ist quasi gerade in den Startlöchern. Wir sind auf dem Weg dorthin, die 30. Woche anzunehmen und habe jetzt so alle 2 bis 3 Wochen Kontrolltermine, einmal LKH, einmal beim Frauenarzt. Und ja, in der 27. Woche ist jetzt eigentlich nicht so wirklich was Wichtiges passiert, außer das Übliche, was ich euch so erzähle. Aber in der 28. Woche habe ich... Ich bin noch ein bisschen am Morgenmuffel, gell? Ja, aber passt schon. In der 28. Woche habe ich wieder einen Termin zur Kontrolle im LKH gehabt, im Landeskrankenhaus. Da haben wir die Zwillinge, die sind vermessen worden. Und die waren zwischen 960 und 950 Gramm. Man sagt ja, plus minus 10%, also so circa 1 Kilo umadum. Sind super entwickelt, wie wenn es Einlinge wären. Und haben wir überhaupt kein Problem nicht. Der Muttermund, also der Mutterhals ist geschlossen mit nur circa 4 cm. Das ist in Ordnung, hat die Ärztin gesagt. Dann, ja, die Zwillinge sind wirklich extrem aktiv. Ich habe das erste ZTG gehabt und die hat ganz schön da gehabt, dass sie es anschließen kann, aber sie hat eh gesagt, das ist super, wenn sie aktiv sind. Manchmal sind sie sogar so aktiv, dass ich die Füße unter die Rippen schon spüre und wie wenn es meine Organe ein wenig massieren würden. Also sie sind wirklich richtig lebhaft. Und jetzt haben sie auch noch Platz, also in ein paar Wochen werden sie dann zu zweit wahrscheinlich gar nicht mehr so viel bewegen können, weil es einfach der Platz füllen wird. Beim CTG war alles gut von den Werten her, also das war einfach einmal der erste Kontrollanschluss, sage ich einmal, um festzustellen, ob alles funktioniert und alles gut ist. Und das hat circa 4 Stunden gedauert, danach war eben nur eine Vaginaluntersuchung, wegen dem Mutterhals nachschauen. Und eben Ultraschall zum Vermessen und ja, war alles super. Der nächste Termin ist dann wieder beim Frauenarzt, wo wir dann auch die Überweisung fürs neue LKH bekommen, weil wir ja zum House-Sitting in einem anderen Bundesland sind, bis dass die Zwillinge da sind und da das neue LKH eben die Überweisung braucht, dann werden sie sich einfach mit der Datenvermittlung einfacher. Dann habe ich in diesem Zeitraum einen Blutbelastungstest gehabt. Der war in der 28. Woche. Und auch wieder der zweite Blutlabortest wurde gemacht. Das Ergebnis kriegt der Frauenarzt und der berichtet mir dann, schickt mir im Notfall, wenn es ganz dringend ist, ein Rezept oder ruft an, wenn es ganz, ganz arg dringend ist und sonst erfahrt man halt zum zweiten Termin, also zum Folgetermin beim Arzt, wie er ausgegangen ist. War die am Montag dort gewesen, das war dann zu spät, weil der dauert 2 bis 3 Stunden. Da muss man so Zuckerlösungen schlucken und da muss immer eine Stunde dazwischen vergehen. Und in der Zeit werden dann die Werte genommen. Ja, das war sich bei mir am Montag nicht mehr ausgegangen. Jetzt war ich dann am Donnerstag dort mit dieser 2 bis 3 Stunden Zeiteinplanung und das hat dann eigentlich ganz gut hingehauen. Genau, also ich war im Blutlabor, das ist halt da in der Region, in dem Bezirk war das halt so, dass man da ins Labor direkt geht, die für den ganzen Bezirk dort die Blutwerte auswerten. Das Licht ist jetzt nicht so cool, gell? Ja, schaut euch die Kürbisse und den Maiskolben an. Okay.
Wenn ich mich hinlege, ich bin ja Seitenschläfer und Bauchschläfer, Bauch ist schon lang vorbei, wenn ich mich hinlege, habe ich sehr oft das Gefühl, wenn ich seitlich liege, dass immer der Zwilling, der unten ist, sich ein bisschen früher meldet, kannst du wieder ein wenig bewegen, ein wenig aufrichten. Also nur auf dem Rücken legen ist mir persönlich zu anstrengend. Ich tue mir dann manchmal so ein bisschen ganz, ganz leicht schräg legen und mache ein Kissen drunter, links und rechts, dass der Bauch ein bisschen gestützt ist. Ja, das ist halt voll mühsam. Aber Hauptsache die Zwillinge geht's gut und man kann dann irgendwie einmal einschlafen oder so. Also ganz am Rücken, wie gesagt, konnte ich gar nicht liegen. Ganz seitlich geht auch nicht mehr, weil einfach die Zwillinge dann schon so auf die Seiten drucken. Und dann tue ich das aber mit Kissen und Decken ein bisschen polstern, ganz individuell. Der Bauch selber ist wirklich extrem schwer schon. Ich zeige euch den mal gleich. Ich sitze jetzt gerade da bei der Sandkiste und ich meine, ich sitze jetzt, aber er liegt echt ganz schön auf schon da so, wenn man mal schaut. Und ja, er ist einfach echt schon schwer. Warte mal, ich stehe mal auf. Vielleicht zieht es dann besser. Also es ist schon ein gescheiter Ballon. Da ist der spitze Nabel, den ich oft merke, wenn ich überbelastet bin, wird er immer spitzer und ist aber eigentlich ganz weich. Ja, okay. Dann mal weiter. Bauch ist schwer, manchmal muss ich ihn tragen. Es gibt Bauchgurte. Ich muss mir das mal anschauen, ob ich den dann anziehe, so einen Bauchgurt. Bei den anderen Schwangerschaften habe ich immer einen Bauchgurt gehabt. Aber ich bin so druckempfindlich auf der Haut. Und das ganze Gewebe am Bauch ist so extrem druckempfindlich, dass man eigentlich das Allerliebste ist, wenn ich nur ganz leichte Stoffe oder gar nichts anhabe. Also, wie gesagt, ich muss mir das nur mal anschauen, jetzt dann die nächsten ein, zwei Wochen, ob ich so einen Bauchgurt tragen möchte oder nicht. Mehrere Pausen täglich sind echt notwendig mittlerweile, Beine hoch. Ich merke jetzt auch, dass es kühler geworden ist, die Jahreszeit schon, theoretisch ist nur Sommer, aber es hat jetzt ein paar Tage geregnet, da hat es gescheit abgekühlt, das merkst du auf jeden Fall. Und dadurch haben sich auch meine Krampfadern wieder ein bisschen beruhigt, sie treten nicht mehr so stark außer, es waren eine richtig heftige Würste, aber jetzt treten sie nicht mehr so stark außer. Und sind ein bisschen flacher geworden. Der Druck ist auch, hat auch nachgelassen. Schmerzen habe ich eigentlich Gott sei Dank nur ganz selten gehabt. Und dann auch immer nur punktuell, also keine flächigen Schmerzen, aber ja, mit den kühlenden Gels und Beine hochlagern bin ich da eigentlich ganz gut durch den Sommer jetzt gekommen. Toilettengang ist sehr oft. Fast ständig merke ich das. Wenn ich aufstehe, also wenn ich jetzt auf dem Sofa liege oder im Bett zum Beispiel, ich habe jetzt begonnen, dass ich mich seitlich aufrolle. Also nicht so wie wenn man keinen Bauch hat, dass man einfach gerade aufsteht, sondern, Entschuldigung, da ist jetzt Luft aufgekommen. Sondern ich schaue, dass ich mich seitlich, wie gesagt, aufrolle. Also gerade normal komme ich eigentlich schon gar nicht mehr auf. Ich muss mich dann immer mit den Händen irgendwie festhalten, irgendwo oder abstützen. Ja, okay. Ansonsten, wir haben jetzt noch aus der Moser Cook & Cake Box drei Workshops gebucht. Einmal einen Cake-Pop-Workshop und zwei herbstlich-winterliche Koch-Workshops. Und da werden wir der Attil und ich, wir machen das eigentlich immer als gemeinsam. Da schaue ich auf jeden Fall, dass ich dabei bin und mich tagsüber schone, dass ich dann zu den Workshops fit bin. Und am nächsten Tag natürlich einen Schontag einlegen, dass man da jetzt nicht irgendwie gleich nur mehr irgendwas hat, wo man hin muss, irgendeine Untersuchung oder irgendeine Geburtstagsfeier oder so.
Und dann ist der Attila Anfang Oktober nochmal als Vortragender gebucht. Und ab Mitte Oktober, das ist dann so circa die 35. Schwangerschaftswoche, sind wir dann eigentlich ziemlich durch mit dem ganzen Programm, was wir geplant haben schon vor einem Jahr, wo wir noch gar nicht schwanger waren, und können uns auf die Zwillinge voll und ganz konzentrieren. Werden wir schauen in der wievielten Woche, dass sie zu uns auf die Erde stoßen werden. Ich meine, da sind sie ja schon, aber halt rausgekommen. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt nur mal so ein paar Termine, die wir geschäftlich, wo wir Verpflichtungen eingegangen sind, die wir auf jeden Fall noch einhalten, weil einfach auch sehr viele Stammkunden gebucht haben und wir uns auch schon voll drauf gefreuen. Und der Attila, wie gesagt, jetzt das neue Business auch losgeht und da freuen wir uns auch schon voll drauf auf seine ersten Vorträge, ganz offiziell gebucht mit Honorar und alles. Also die werden richtig cool. Wird es auf jeden Fall ein Video geben dazu. Und dann habe ich noch, ganz cool, meine Hüttensocken gekauft. In rosa mit weiß. Und zwar, ich bin ja eher Barfuß- und Flipflops-Geher. Und eben zu den Workshops und zu den Seminare und so, was wir jetzt nur die nächsten Wochen anstehen haben, dass ich da jetzt nicht viel, also falls mir kalt ist bei den Füßen, dass ich meine Hüttensocken anziehen kann, weil mit Schlapfen, ich gehe schon nicht gern mit Schlapfen und dann muss ich nicht also Hochschwangere auch noch mit Schlapfen um dumm rennen. Und Flipflops können halt einmal ein bisschen kalt werden, jetzt steht der Herbst vor der Tür da in Österreich und da kann es halt dann tagsüber und am Abend einmal ein bisschen kalt werden. Das heißt, ich habe meine coolen Hüttensocken, die habe ich jetzt gar nicht dabei. Ich zeige euch ein Foto von meinen Hüttensocken, gell? Das sind meine neuen Hüttenpatschen. Ich habe jetzt extra schnell angezogen. Und hier sieht man, wie schön flach die Kramfadern schon wieder geworden sind in der kühlen Jahreszeit. Also ich habe Hoffnung, dass sie sich wieder ein bisschen zurückbilden nach der Geburt. Bis später. Bin ich mit meinem Schummelzettel wieder mal durch und werde mich melden in der 30. Schwangerschaftswoche mit einem kleinen Bericht vom Frauenarzt. Und welche Ergebnisse beim Bluttest und Zuckerbelastungstest rausgekommen sind. Gell? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao!